Spiel. Heute habe ich was ganz Delikates für euch, würde ich jetzt mal meinen. Ich bin hier in den Feuerlanden, in der Raid-Instanz, gerade unterwegs. Und hier gibt es einen Boss, der Shanox. Was kann der Shanox? Er kann selbst gar nichts, aber er hat einen Erfolg für euch. Der ist nicht gerade der schwerste, aber er ist auch nicht einfach, wenn man nicht ein paar Tricks weiß, die man auch befolgen sollte. Trick Nummer 1 ist, der hat zwei Adds. Wie man hier sieht, ich kill den Augenauskratzer. Warum mache ich das? Das ist ein Add, das euch, weil ihr der Einzige in der Instanz seid natürlich, weil ihr seid Solo hier, der wird euch irgendwann die Augen auskratzen. Das heißt, das stunt euch und ihr seid bewegungsunfähig und auch castunfähig. Und das ist in dem Sinn schlecht, da ihr dann eben irgendwann mal auch down gehen werdet. Unweigerlich. Deshalb das Add sofort fokussen und down machen. Und was noch ganz wichtig ist, pullt ihn hier oben, damit ihr quasi die Kurve schön auslaufen könnt. Es ist nicht viel nötig, um den Erfolg abzustauben, denn der Boss hat ja eine große Hitbox und hier stehen auch viele Sachen rum, die euch an, also quasi Eckpunkte, die ihr euch halten könnt. Hier zum Beispiel müsst ihr nur in das Tor rein. Und zum Beispiel kommen jetzt dann nachher hier noch der Unterschlupf der Spinnenkönigin, den wir gleich sehen werden. Der ist hier vorne. Die hat eine Rampe rauf. Die kann man, wenn man will, und wenn man es schafft, kann man sie ja bis hoch gehen. Was aber nicht empfehlenswert ist, da der Boss resettet, sobald ihr oben angekommen seid. Und wir wollen das auch gar nicht, denn das ist nur unnötiger Aufwand. Wir werden ihn einfach nur hier bis zur Rampe ziehen, quasi wo man auch auf der Karte sieht, dass die Rampe losgeht. Und das sollte auch schon reichen für den Erfolg. Denn wir wollen sie auch nicht zu lange mit ihm beschäftigen. Der Junge hier stapelt nämlich Stacks auf mir, die nach der Zeit ganz schön ekelhaft werden. So, hier wird Unterschlupfen angezeigt und wir gehen wieder raus. Was wir jetzt auch tun müssen, ist hier einmal den Eingang besuchen und den Rheolith bis auch mal Gesellschaft leisten. Es ist ja auch wieder gesagt, gewisse Eckpunkte müssen erreicht werden und nicht das ganze, also nicht die ganze Karte muss abgelaufen werden. Hier bis hoch zum Beispiel, das ist nicht nötig. Ihr seht hier dieses Portal. Das ist schon mehr als genug, denn hier fangen Flammenbresche an. Und wir bewegen uns schon wieder Richtung nächsten Boss. Was ich nämlich jetzt anfangs vergessen habe, am Anfang des Videos vergessen habe, ist, und das ist eigentlich auch ein Punkt, den ihr euch merken könnt für diesen Erfolg. Ich habe ihn ja hier gepullt und um jetzt nochmal sicher zu gehen, dass ich auch den Erfolg bekomme, gehe ich jetzt hier ran und ziehe ihn praktisch hier hoch, ebenfalls wo die Rampe beginnt, und ziehe ihn hier rum. Für gewöhnlich reicht es, wenn ihr hier einmal diesen Spot, den ihr seht, diesen kleinen Hügel da, wenn ihr den ausnutzt und einmal im Kreis rumläuft, kann ich das kurz zeigen, nachdem ihr ihn gepult habt, eben hier, einmal rum, schmolzene Felder, Trümmerstein, fertig. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ihr ihn einfach rumhauen könnt. Und dann sollte eigentlich der Erfolg hier aufploppen bei euch. Warum auch immer das nicht der Fall ist, kann ich euch leider jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist das der offizielle Guide zu dem Video. Ich werde sonst nächste Woche nochmal ein Video hochstellen, an dem der Erfolg klappt. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und ich wünsche euch was. Ciao, ciao.